Hallo und willkommen zu Lone Star, The Raven Remastered. Wir spielen Adil und er macht sich gerade ein bisschen durch den Zug und ist gerade bei Lady Westmacott angekommen und betrachtet dieses wunderbare Wollknäuel. Die Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Ja. Frau Wolle. Frau Wolle. Naja. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Ich weiß zwar nicht, für was man die Wolle brauchen könnte, aber da sie nicht rumgelegen ist, als ich als Zellner vorbeigelaufen bin, muss ich sie vermutlich jetzt mitnehmen. Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also strecken Sie. Darf ich den Damen noch etwas bringen oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Sehr wohl. Ja, und so schnell wird man beklaut. Sauerei. Ich kann mit denen nicht mehr sprechen. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Ja, dann geht's in die andere Richtung. Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Ich kann allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Du bist ja kein Postbote, sondern auch ein Schaffner. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Steward im Transportwaggon verloren hat. Der Tresor wird von... Man sollte nicht so oft klicken. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Er ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Ah, wir können da aufs Dach hoch. Ich bin nicht schlecht im Schlösserknacken, aber erstens habe ich meine Ausrüstung nicht dabei und zweitens schaukelt und bewegt sich hier alles. Unter den Voraussetzungen könnte ich bei dem Schloss ein paar Minuten brauchen. Dementsprechend hoch ist die Gefahr, erwischt zu werden. Ja, dann gehen wir mal hoch aufs Dach. Die müssten es ja eigentlich unten hören. Der Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Dann machen wir mal vorsichtig auf. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Dafür haben wir doch sicher ein Taschenmesser. Nö. Durchschauen? Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Okay. So, dann müssen wir irgendwie hier die Schrauben lösen. Schlüssel vielleicht? Nein. Die Wollknäuel wird uns nichts bringen. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Ja, dafür haben wir dann sicher den Stock. Das wäre schon nützlich. Nur wie soll ich den Spiegel befestigen? Mit Kaugummi. Wenn es denn sein muss. Das sollte reichen. Das Karamellbonbon an der Spitze der Antenne klebt wie die Hölle.
Na dann. In Ordnung. Das Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Wie erwartet. Hit. Ulknäuel vielleicht noch dran machen? Nee. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie das. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Eine Wachtmeisterzelle. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen. Wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt abpasse. Ja. Gehen wir mal zurück. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Ja, dann können wir doch gleich mal schauen, ob es noch was gibt. Gelassen, wie zuvorkommt. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Gehen wir wieder hoch. Jetzt? Aber doch mal die Schrauben auf, würde ich sagen. Ein Schraubenschlüssel aus dem Werkzeugkasten dürfte nützlich sein. Ich könnte die Schrauben schon einmal lösen. Öffnen sollte ich die Abdeckung, dann aber erst im Tunnel. Eine Mutter. Stellen Sie das auf den Boden. Ei, Sir. Solange er jetzt nicht einfach mit dem Waffel durchs Dach schießt. Wieder so ein Lärm. Was ist das für mich? Wie bekommen wir jetzt die Schraube raus? Wir bräuchten irgendeinen Magneten. Aber wo kriege ich den her? Also dann, Showtime!
Gut, der ist endlich weg. Wo finde ich einen Magneten? Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Ja, sollte er auch nicht. Wir haben ja auch Dreck am Stecken. Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Genau. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Ja, aber der Zellner hat das. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Hat er wohl noch nicht. Der Geiger. Dieser Geiger saß in Zürich schon im Zug. Verdammt hübsches Kerlchen. Was? Zum Glück ist meine Freundin nicht hier. Sie liebt es, mich eifersüchtig zu machen. Und wenn ich dann schon ganz böse mit ihr bin, lehnt sie sich zu mir rüber und sagt eines dieser netten Dinge, die nur sie sagen kann. Ähä. Okay, und was? Naja. Fenster schauen. Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt, dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unserer hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Genau. Er scheint sich mit Problemen herumzuquälen. Soll mir recht sein. Wer mit sich selber beschäftigt ist, hat kein Auge für seine Umgebung und kann bei der Polizei keine vernünftigen Aussagen machen. Er ist sowieso ein Idiot. Wir sind immer noch in den Schweizer Alpen. In etwa einer halben Stunde müssten wir an die italienische Grenze kommen. Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Aha. Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Da haben wir doch einen Schlüssel. Der vielleicht... Diese Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänge und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Können wir wieder zumachen? Geht wohl nicht. Der Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inch am Tender entlang klettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Ja, warum sollte man auch, wenn man dafür seine Lakaien hat? Tja, da gibt's wohl nichts mehr. Wir haben auf jeden Fall einen Magnet. Der kommt an die Wolle ran. Dann können wir das nach unten lassen und die Schraube abschrauben, beziehungsweise die Mutter. Das hört sich doch nach einem Plan an. Nein, nicht drüber springen. Also, Wollknäuel. Früher oder später wird die Pflegerin die Wolle vermissen, auch wenn es nur ein kleiner Rest ist.
Genau, bis dahin wollen wir weg sein. Magnet. Der Magnet ist zwar nicht sehr groß, aber durchaus stark. Dann binden wir den doch mal da dran. Ich knote den Magneten an den Faden. Fertig. Dann Magnet mit Faden durchs Loch. Also schön. Am besten... Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Runter von mir! Da! Ein Briefumschlag. Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das ist... Weg damit! In Deckung! Ja, der Rabe ist hier nicht so nett. Wollte mich gleich mit wegsprengen, die Eule. Was soll das? Was willst du hier? Ja. Was meinst du mit der Bombe, Kleiner? Was sollte das mit der Bombe? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte Legrand aus dem Weg schaffen. So spektakulär wie möglich. Sie hätten fast mich aus dem Weg geschafft. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Brief abliefern und dann verschwinden? Menschen hätten sterben können. Aber natürlich. Das war der Sinn der Bombe. Ich will niemandem schaden. Sie wissen das. Und du weißt, dass ich nichts drauf gebe. Befolge meine Befehle. Dann wird dir nichts geschehen. Und du wirst bald ein reicher Mann sein. Was ist mit dem Plan? Ich werde nicht mehr blind Befehle ausführen. Ich will wissen, was der Plan ist. Du weißt so viel, wie du wissen musst. Wir werden in Kairo das zweite Auge stehlen. Vor den Augen der Welt. Der Diebstahl des ersten Auges hat alle aufgeweckt. Der Tod Legrands sollte die Spannung ins Unermessliche steigern. Aber, naja. Jetzt läuft es auf einen Showdown hinaus. Der Rabe gegen den Inspektor. Auch das dürfte die Presse elektrisieren. Was soll das alles? Ich dachte, es geht um die Steine. Warum machen wir uns selber das Leben schwer und ziehen so viel Aufmerksamkeit auf uns? Es geht um mehr als das. Es geht um die große Bühne, um das Ende einer Legende. Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin tust du einfach nur, was ich dir sage. Aussteigen? Aussteigen macht ja keinen Sinn, aber ich sag's einfach trotzdem mal. Wenn nicht, muss ich halt neu laden. Und was, wenn ich einfach aussteige? Du wusstest die ganze Zeit, mit wem du dich einlässt. Ich habe keine Zeit für deine Heuchelei. Du wusstest immer, mit wem du dich einlässt. Wenn du für deinen Seelenfrieden so tun musst, als wärst du unschuldig in diese Situation geraten, fein. Doch wir beide wissen, dass du mich angefleht hast, dich ins große Geschäft einzuführen. Und in diesem Geschäft macht man sich die Hände nun einmal schmutzig. Aber... James? James, wo stecken Sie schon wieder? Wir verhalten uns während der Fahrt ruhig und gehen Legrand aus dem Weg. Ich habe das Ticket und den gefälschten Ausweis verloren. Ich schwöre dir, wenn ich meinen Arm zum Klettern benutzen könnte, hätte ich dich schon längst entsorgt. Naja, mir wäre es ohnehin lieber, wenn dich niemand auf dem Schiff zu Gesicht bekommt. Schleich dich an Bord und bleib bis Kairo untergetaucht. In Ordnung. Und Schluss mit den Spielereien. Nichts, was dir Legrand, die Polizei oder sonst wer antun könnte, kommt dem gleich, was ich mit dir tue, wenn du dich nicht an meinen Plan hältst. Okay, schon recht. James, da sind sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Er glaubt mich zu kennen. Er hält mich für dumm und schwach. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. Hier ist ein junger Dieb, der es den Alten zeigen wird.
Selbst wenn er dafür unter seinem Niveau reisen muss. Können wir uns vielleicht im Auto verstecken? Oh, in der Kiste waren wir also. Hallo? Das ist die Kleidung, auf der ich liege. Verschiedene Stoffe. Einige rauer, einige weicher. Hier ist so etwas wie ein feines Netz. Na, ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Wieso sollte es auch nochmal einfach mal den Deckel auf? Ich hoffe, die Hafenarbeiter haben den Frachtraum schon wieder verlassen. Am besten öffne ich den Deckel erst einmal nur ein Spalt breit. Das heißt, ich würde ihn ein Spalt breit öffnen, wenn er sich bewegen ließe. Tja. Von außen muss man vermutlich nur am Griff ziehen, um die Truhe zu entriegeln. Aber es hat niemand daran gedacht, dass ich sie nun von innen öffnen muss. Taste im Dunkeln? Das fühlt sich wie Metall an. Eckig. Ich glaube, das ist das Schloss der Truhe. Hier sind kleine, runde Erhebungen mit Schlitzen in der Mitte. Das könnten Schrauben sein. Ah, Schrauben. Versuchen wir es mal mit unserem Taschenmesser. Mein tolles Armeemesser hat zig verschiedene Klingen und Werkzeuge. Aber das, was man wirklich braucht, eine Taschenlampe zum Beispiel, hat es nicht. Das wäre ja auch seltsam. Okay, Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, Messer. Aber hier, so. Nun müsste doch... Aha. So, machen wir den Deckel auf. Das ist doch jetzt ein Scherz. Das müssen wir irgendwie davor kommen. Scheint ein Gurt zu sein, der irgendwas im Regalfach über der Truhe festhält. Leider komme ich nicht an den Gurtverschluss. Messer? Okay. Ein stabiler Haltegurt samt Metallschelle. Der Krempel da drüben sieht nicht so aus, als sei er gerade eingeladen worden. Vermutlich gehört er zum Schiffsinventar. Dann werfen wir das doch mal. Hervorragend. Hoffentlich rutscht der Metallverschluss nicht aus der Kiste, wenn ich am Gurt ziehe. Na, das Tor bekommt... das Tor. Das Rohr bekommt mir bekannt vor. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Ich komme nicht ran. Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Messer? Nee. Was brauchen wir als nächstes? Kiste nochmal. Nehmen wir Kiste. Daneben. Ich glaube, das ist nicht die richtige Version. Nein, das funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Schneiden wir da mal ein Stück ab. Also schön. Ich bohre die Klinge durch den Gurt. Und zwar möglichst weit hier am Gurtende. Ich habe die längste Klinge des Messers durchs eine Gurtende gebohrt. Das Messer steckt mehr oder weniger sicher fest. Okay, was ist ein Angelhaken? Das Messer steckt nicht sicher genug im Gurt, um einen Wurf zu überstehen. Ich ziehe es raus und versuche mein Glück mit der Metallschnalle. Das war ja wohl nix. Hm,
Ein Versuch ist es wert. Ich glaube, hier fehlt irgendwas. Ich muss mal meine Grafikeinstellungen kontrollieren. Tada! Das sollte wohl das Messer gewesen sein. Und jetzt? Jetzt haben wir das Rohr. Das Zellnerrohr. Sollte halten. Jetzt haben wir das Rohr dran. Das dürfte mir nicht weiterhelfen. Ich glaube, ich habe schon beim ersten Versuch den Hauptgewinn geangelt. Mehr ist nicht zu holen. Meine beste Chance. Das hält bombenfest. Okay. Naja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Elegant. Es wird dunkel. Na toll. Okay. Ich fessle ihn und dann sehe ich zu, dass ich hier rauskomme, bevor man nach ihm sucht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich verstecken kann. Okay. Das ist übrigens sehr gefährlich, mit einer Stange jemanden tot zu, auf jemanden zu schlagen. Kann schnell tödlich enden. Erschrecken Sie nicht, junge Dame. Was tust du hier? Ich hatte Sehnsucht. Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt? Was ist im Zug passiert? Nichts. Nichts Schlimmes. Alle sind wohlauf. Inch ist gefährlich. Ich habe es immer gesagt. Ich weiß. Deswegen sind wir vorsichtig. Und immerhin hast du den besten, klügsten und hübschesten Nachwuchsdieb der Welt an deiner Seite. Und bescheiden ist er auch noch. Keine Angst. Ich passe schon auf dich auf. Was habe ich, kleines, dummes Mädchen, doch für ein Glück. Ah, war doch was mit ihr faul. Naja, an ihrem Geschmack lässt mich ein bisschen zweifeln. Das war Kapitel 2. 12.000 Adventure-Punkte. Ja, das ist doch eine schöne Stelle, eine kleine Pause einzulegen, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.